Hi Leute, ich bin Bastian und mit mir werdet ihr alles rund um das Thema Trading erfahren. Ich bin selbstständiger Trader und seit mehreren Jahren in der Szene aktiv. Ihr wollt Chartanalysen, Tradingprognosen und natürlich auch Trading News, dann seid ihr bei mir genau richtig. Let's go! Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann gerne runterscrollen, subscriben, liken und die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein in die Chartanalyse. Du bekommst jeden Tag von Montag bis Sonntag immer ein Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Also schauen wir uns das Ganze heute an. Heute ein bisschen später, weil ich noch ein Meeting hatte mit den Gold-Membern. Also gucken wir uns das Ganze jetzt hier an. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart, auf dem Bitcoin-Preis und ihr seht, es hat sich nicht allzu viel getan. Wir sind weiterhin hier in unseren Falling Wedge, ja, oder in unserem Downtrend-Kanal, je nachdem, wie man das Ganze dann hier auch einzeichnet. Da seht ihr es hier dann auch nochmal schön, dass wir einen schönen Downtrend-Kanal haben. Ihr seht jetzt hier aber auch ganz gut, dass wir hier unten immer schön Support hatten. Nochmal Support, hier oben was Resistance, nochmal Resistance und wir hatten das Ganze dann gestern nochmal hier als Resistance angetestet. Jetzt ist es so, ihr seht es hier ganz schön, ja, wir haben immer noch Probleme mit unseren EMA Ribbons. Ja. Unsere EMA Ribbons geben uns die ganze Zeit Widerstand. Ihr seht es hier auch ganz gut. Einmal hier, dann nochmal hier. Ja. Und dann hier am gestrigen Tag dann auch nochmal. Jetzt wurden wir wieder ein bisschen abverkauft. War wahrscheinlich, ist mir auch wieder klar gewesen. Ja, das heißt, wir gehen hoch, werden hier rejected, schaffen wir es nicht drüber, gehen wieder nach unten, finden hier wieder Support und gehen im Best-Case-Szenario hier nochmal hoch Richtung 47.800 US-Dollar. Auf den kleineren Timeframes habe ich euch dann gestern hier nochmal eine kleinere Supportzone euch hier eingezeichnet, beziehungsweise einen kleineren Uptrend, ja, den wir hier hatten. Wir hatten hier einmal Support auf dem 1-Stunden-Chart, nochmal hier, dann über mehrere Stunden lang hier. Dann kam dieser Pump nach oben, konnten es nicht nachhaltig hier schaffen, hier das Ding zumindest mal grün zu schließen und sind dann erstmal abverkauft worden, hatten dann einen schönen Retest von diesen ganzen Abtrend, den wir hier hatten und sind jetzt hier erstmal weiterhin abverkauft worden. Jetzt wird es halt spannend, wo das Ganze uns wieder hinführt, denn Worst-Case-Szenario ist, wir testen das Ganze hier unten nochmal an. Ja, ganz, ganz wichtig ist einfach, dass wir hier diese Zone nicht unterschreiten. Das heißt, 45.400 US-Dollar sollten nicht unterschritten werden. Ja, das sind einfach hier unsere drei Wicks, die wir hier unten hatten bei dem 4-Stunden-Chart. Also da sollten wir nicht drunter fallen, sollten wir hier drunter fallen, dann wird es sehr, sehr wahrscheinlich hier Richtung 44.000 US-Dollar gehen auf unsere gelbe Linie. Woher kommt diese? Diese gelbe große Linie ist immer noch hier unsere Widerstandslinie gewesen. Einmal hier ja, hatten wir Widerstand, nochmal hier hatten wir Widerstand, dann hatten wir hier einen bestätigten Retest von diesem Ganzen. Und das ganze Ding würde dann hier nochmal als Support fungieren, falls wir hier nach unten fallen sollten. Ganz wichtig ist jetzt einfach für den Bitcoin-Preis, dass wir hier über diese wichtige Zone hier drüber kommen. Ja, ihr seht, es ist einfach im Moment jetzt langweilig und man merkt es auch ja, bei den ganzen Leuten hier, dass wir hier weiterhin erstmal ja, nochmal tiefere Preise vielleicht sehen könnten. Hier vielleicht nochmal runter auf diese 45.000, dann kommt wieder der Bounce. Wir werden hier oben wieder rejected und dann könnte sich das ganze Thema hinziehen bis ja, 24., 25. Dezember. Und das wollte ich euch mal hier mitgeben. Dann, wenn wir uns das hier anschauen, Fear and Greed Index steht auf 25 Punkte. Gestern waren es 29, ja, jetzt sind es wieder 25. Das heißt, meine Prediction geht hier komplett auf. Wir halten uns genauso, wie wir das hier hatten bei unseren 30.000 US-Dollar. Also vom Mai bis circa Juli halten wir uns im Moment die ganze Zeit jetzt auch hier unten auf. Ja, bei unserem Preisindex hier von knappen 25 Punkten, 29 Punkte geht es mal wieder hoch. Ja, dann geht es wieder runter auf 16, 15, 20. Ja, also wir halten uns die ganze Zeit in dieser Range. Und ich gehe davon aus, dass diese Range aber auch nicht jetzt demnächst irgendwie krass nach oben gehen wird. Wahrscheinlich wird diese noch weiter nach unten gehen. Ja, dass man dann hier sagen kann, okay, wir werden wahrscheinlich nochmal tiefere Preise höchstwahrscheinlich jetzt auch sehen, ja. Also, das ist wichtig für den 4-Stunden-Chart. Dann gehen wir noch auf den Daily, schauen uns an, wie der Daily Close gestern war. Der Daily Close war gestern nicht allzu bullish und auch nicht allzu stark. Ja, seht ihr hier ganz schön. Also, das ist eher eine bearische Candle, ja, eine bearische Daily Candle. Jetzt muss man hier schauen, auch auf dem Daily Chart seht ihr hier das wunderbar. Ich habe es jetzt extra mal groß gemacht für euch, ja, dass wir uns hier die ganze Zeit auch auf dem Daily Chart in diesen Falling Wedges hier aufhalten. Und ein Breakout nach oben oder nach unten wird demnächst stattfinden, weil auch wenn wir uns das Volumen hier anschauen, ja, das Volumen ist weiterhin hier fallend auf dem Daily Chart. Das bedeutet auch für uns, der nächste Move wird dementsprechend auch hier reinkommen. Wenn wir uns das Ganze dann auch nochmal auf dem RSI anschauen,
Ja, und uns den RSI hier nochmal reinblenden. Das Volumen können wir uns jetzt hier mal ausmachen. Hier seht ihr das nochmal ganz schön. Ja, diese wichtige Zone von unserem RSI, dieser Downtrend, den wir hier haben, ja, den gilt es erstmal hier zu durchbrechen. Und das ist genau das Thema, wenn wir jetzt hier weiter in dieser Zone hier bleiben. Ja, by the way, wir haben noch eine bullische Divergenz, auch noch in dem Chart, auch noch ein bullisches Pattern. Aber seid euch da jetzt nicht so sicher, weil jetzt ist sehr, sehr viel psychologisch, ja. Es ist sehr, sehr viel psychologisch bei den Menschen. Sehr, sehr viele Leute haben Angst. Da können auch die ganzen On-Chain-Daten und die ganzen Indikatoren können alle auf überkauft sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle, solange einfach die Leute hier weiterhin große Angst haben, hier rein zu investieren und denken, ja, wir fallen noch runter auf 20.000 US-Dollar. Ja. Und hier seht ihr das ganz gut. Das bedeutet, es könnte sich noch hinziehen bis 28. Dezember im Worst-Case-Szenario. Ich persönlich gehe so aus 24. 25. Dezember, dass wir dann hier eine Entscheidung sehen. Und sollten wir hier dann drüber brechen, dann gehe ich davon aus, dass wir hier relativ schnell hier mit dem RSI hier wieder nach oben gehen. Und das bedeutet dann, würde dann rein technisch gesehen bedeuten, dass wir hier wieder Richtung All-Time-High nach oben gehen. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Was denkt ihr? Denkt ihr, wir schaffen es noch bis zum 31.12. Richtung zumindest mal wieder 60.000 US-Dollar? Oder denkt ihr einfach bis zum 31.12. komplett Seitwärtsphase und vielleicht sogar nochmal eine Korrektur hier runter auf unsere wichtigen 42.000 US-Dollar? Würde mich interessieren, deshalb ballert gerne mal die Kommentare an dieser Stelle voll. Ja, und ihr seht auch, ja, im Moment gibt es hier auf meinem Channel auch keine Trading-Signale, weil das ist jetzt komplett abwarten und schauen, was passiert. Ja. Abwarten, schauen, was passiert. Und dementsprechend kann man sich dann hier seine Trades planen. Ich persönlich werde jetzt hier nichts machen. Ich persönlich werde erst warten, wenn wir hier ein Breakout sehen, eine schöne Long-Position zu eröffnen oder wenn wir hier runterfallen sollten, in diesem Fall hier nach unten und hier schönen Support finden, ne? Und hier dann trotzdem gutes Volumen reinkommt, ja, dann kann man sich überlegen, hier dann eine Long-Position aufzumachen, aber das werde ich komplett abhängig machen auf die jeweilige 4-Stunden-Candle, die dann hier unten reinkommt, ja, ob wir hier dann schönen Support finden, ne? Oder nicht. Gehen wir weiter Richtung Bitcoin-Dominanz. Bitcoin-Dominanz auf dem Daily-Chart seht ihr hier auch schön. Ja, wir gehen jetzt hier wieder ein bisschen leicht nach oben. Bedeutet auch, das Szenario ist noch weiterhin in Kraft, dass wir die ganze Zeit bei 40% bleiben werden und wir wahrscheinlich, wenn wir hier dann bei Bitcoin weiterhin konsolidieren, hier ein bisschen nach oben gehen Richtung 42, 43, 44% Marke. Ja, wenn wir dann einen Breakout von Bitcoin nach oben sehen, dann werden wir hier mit der Bitcoin-Dominanz sowieso hochschießen und die Altcoins werden nicht allzu gut performen an dieser Stelle. Schauen wir uns noch Ethereum an. Ethereum macht genau das, was ich euch gestern gesagt habe im Video. Ja, wir konnten diese wichtigen 3.900 US-Dollar hier an dieser Stelle nicht halten. Was ist passiert in den letzten 4 Stunden? Wir sind abverkauft worden und testen im Moment genau diese Tiefs hier jetzt an. Ich persönlich gehe davon aus, wenn jetzt hier auch Bitcoin ein bisschen weiter schwächelt, dass wir hier nochmal runterkommen in diese wichtige Supportbox hier unten rein. Aber hier spätestens sollte Ethereum es schaffen, hier ein weiteres Breakout, beziehungsweise nicht Breakout ist der falsche Begriff, ein weiteres Reversal dann hier zu starten und wir dann hier wieder nach oben zu gehen, ja, und dass wir dann hier wieder weiter nach oben steigen. Dennoch weiter bei Ethereum sehr, sehr langweilig und man muss jetzt auch sagen, bei Ethereum, wenn wir uns das auf den Daily Chart einfach mal ansehen, sind wir bei Ethereum in einem Downtrend, ja. Das bedeutet für uns, das können wir jetzt hier mal rausmachen und das Falling Wedge, das ist jetzt hier nicht mehr signifikant. Das bedeutet für uns ganz einfach, wir haben hier weiterhin bei unserem Ethereum-Preis einen Downtrend, ja, der sich jetzt hier erstmal weiter fortsetzen kann und unser Worst-Case-Szenario sogar nochmal hier runterbringen kann auf unsere wichtigen 3.556 US-Dollar. Also da sollt ihr unbedingt ein Auge drauf werfen für die Leute, die hier bei Ethereum investiert sind oder nachkaufen möchten. Ja, es kann jetzt hier wirklich durchaus schneller gehen als gedacht, dass wir hier nochmal runterbrechen auf die 3.575 US-Dollar. Und dann seht ihr auch ganz gut, auch hier kommt dann unsere große Support-Linie hier rein. Es war einmal hier Widerstand, nochmal Widerstand, dann war es hier dann auch nochmal kurz Widerstand, aber dann zu Support. Dann war es hier Support, es war dann nochmal hier Support, sind nochmal nicht mal ganz nach unten gekommen. Aber das sollte dann hier unten, ja, sagen wir mal hier Richtung 3.600 Dollar, sollte aller spätestens Schluss sein. Sollte das nicht halten, sehen wir uns relativ schnell hier unten bei 3.157 US-Dollar. Und wer hätte das gedacht, ja, vor 1-2 Monaten hier,
an dieser Stelle waren alle bullish und alle haben wieder gesagt, ja, wir gehen jetzt hoch auf 6, 7, 8.000, nee, wir erreichen sogar 10.000 US-Dollar noch bis Ende des Jahres. Und seit diesem Break habe ich euch gesagt, ja, Leute, aufpassen, ja, wenn wir hier so einen starken Abtrend nach oben haben. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier einen Downtrend hier formen und genau das Gleiche ist passiert. Und wir haben hier sogar nochmal ein Double Top jetzt auch nochmal reinbekommen. Bedeutet, rein technisch gesehen, ja, dieses Double Top, was wir jetzt hier haben, das hier könnte, die 4.000 Dollar könnte unsere Neckline hier nochmal gewesen sein, ja, von unserem Double Top. Das bedeutet, wir haben das ganze Ding jetzt hier sogar auf den Daily Chart nochmal angetestet, die 4.000 US-Dollar. Und rein technisch gesehen, wenn wir uns das anschauen, wo uns das hinbringen könnte, ja, wenn das jetzt hier dieses Double Top wäre, ja, genau Richtung unsere 3.157 US-Dollar, die ich euch gerade eben gesagt habe. Also da aufpassen und im Moment einfach Füße stillhalten. Man kann im Moment nichts anderes tun. Ja? Füße stillhalten, abzuwarten, was passiert. Auch wenn hier ist, die ganzen On-Chain-Daten und so weiter alles bullish ist, ja, und wir überverkauft sind und so weiter und so fort. Ganz wichtig, 15.30 Uhr, die traditionellen Märkte geben uns einfach vor, wohin die Reise geht im Moment. Ja? Da solltet ihr unbedingt drauf schauen. Heute wieder 15.30 Uhr, Eröffnung der traditionellen Märkte, S&P 500. Ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche, einen schönen Montag, bleibt gesund, passt auf euch auf und ganz wichtig, wer es noch nicht gemacht hat, gerne runterscrollen, subscriben, liken und die Glocke aktivieren, diese auf alle Stellen, damit ihr hier nichts mehr verpasst und dann hören wir uns zum nächsten Update-Video oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Haut rein, bis dann, euer Basti. Ciao, ciao.